Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man einen Schweizer Rösti macht. Und heute zeige ich euch, wie wir ein wunderschönes Geschnetzeltes, ein Zürcher Geschnetzeltes machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, das Fleisch unserer Wahl ist hier in dem Fall Kalbsoberschale. Ich habe hier Scheiben, die sind guten Zentimeter bis, anderthalb sogar dick. Und das ist auch wichtig, dass wir nachher schön saftiges Fleisch haben. Dann ein paar Champignons, Zwiebel, ich nehme hier in dem Fall eine Schalotte, Sahne, Weißwein, Salz und Pfeffer und ihr könnt, wenn ihr wollt, ein bisschen Petersilie oder ich nehme in dem Fall Schnittlauch nehmen. So, ich mache als erstes mal meine Zwiebeln oder Schalotte in dem Fall, schneide ich schön in ganz, ganz kleine Würfel. Als nächstes schneide ich meinen Schnittlauch in schöne, feine Röllchen. So, als nächstes kommen unsere Champignons dran. Dafür einfach hier den Boden, den Stiel ein wenig abschneiden. Waschen würde ich sie nach Möglichkeit nicht. Wenn hier ein bisschen Sand oder Erde dran ist, nehmt ein Tuch oder eine Bürste und reibt das einfach ab. Denn wenn ihr die Pilze wascht, nehmen sie zu viel Feuchtigkeit auf und ihr könnt sie nicht mehr schön anbraten. Abgeschnittene Pilzstiele eignen sich im Übrigen wunderbar für Brühen oder Soßenansätze. So, und dann schneiden wir die Pilze je nach Größe. Ich schneide sie hier in kleine Spalten. Ihr könntet auch weiße Champignons nehmen, wenn euch das lieber ist. Das Rezept hierzu findet ihr im Übrigen wie immer unter dem Video. Dafür einfach auf Mehr Anzeigen klicken und dann seht ihr das. So, dann schneiden wir uns unser Fleisch in Streifen. Ich empfehle euch, schneidet sie nicht zu dünn. Sie müssen gleichmäßig sein, aber nicht zu dünn, denn dann haben wir sie zu schnell durchgebraten und sobald die durchgebraten sind, wird es schnell trocken. Deswegen lieber ein bisschen dickere Streifen. Ja, ich habe hier wie gesagt Kalbsoberschale. So, ich hatte leider die Kamera nicht laufen. In eine sehr, sehr heiße Pfanne geben wir entweder Öl oder ein bisschen Butterschmalz. Ich habe jetzt hier Sonnenblumenöl genommen. Wichtig ist, die Pfanne muss ganz, ganz heiß sein. Und dann geben wir das so schön verteilt rein, damit das wirklich braun werden kann. Und dann lassen wir es erstmal liegen, ohne es zu bewegen. Und wenn es Farbe hat, einmal umdrehen. So, wenn das von beiden Seiten angebraten ist, geht es direkt wieder raus aus der Pfanne. Dann geben wir hier ein Stück frische Butter rein. Je nachdem, wie heiß die Pfanne ist, können wir das kurz von der Hitze nehmen. Champignons dazu. Die Schalotten oder Zwiebeln mit rein. Und kann ruhig noch ein Stückchen Butter mit dazu, die Pilze saugen sehr viel Fett auf. Ja, und hier sieht man schon, hier ist der leckere Bratensatz. Genau den wollen wir nämlich haben für unsere Soße. So, dann löschen wir ab mit unserem Weißwein, etwa 50 Milliliter. Den lassen wir wieder gut einreduzieren, also einkochen. So, und wenn wir den Wein fast komplett weg haben, dann gebe ich meine Sahne dazu. Das sind hier 500 Milliliter. Ich binde die Soße nicht mit Mehl. Manch einer macht das. Ich mache es nicht. Ich mache die Soße durch Einkochen dicker. Das heißt, ich werde die Sahne jetzt einkochen, bis sie schön dickflüssig ist. Und allein dadurch eingekochte Sahne schmeckt einfach alleine schon für sich richtig gut. So, das können wir jetzt gleich ein bisschen würzen. Nicht übertreiben, denn denkt dran, wir wollen das Ganze noch einkochen. Also Salz, Pfeffer aus der Mühle. Meine Soße hat jetzt schon die richtige Konsistenz. Das geht eigentlich relativ fix in so einer breiten Pfanne, weil es schnell verdunstet. So, jetzt wollen wir aber schauen, wir haben hier noch
Fleischsaft. Wir würden den dazu geben, dass uns das nicht verdünnt. Also erstmal nur den Fleischsaft dazu. Ups. Und gucken, dass es da nicht zu dünn wird. Ne, so finde ich, die Konsistenz ist perfekt. Das heißt, wir können jetzt das Fleisch dazu geben. Ganz wichtig, den Fleischsaft natürlich mitnehmen. So, und jetzt Hitze aus. Das Fleisch soll jetzt nur noch heiß werden da drin. Ja, das ist sowieso wahrscheinlich schon durchgezogen. Mmh, lecker. So, und dann sollte man das zügig genießen. Ich mache noch ein bisschen Salz dran. Noch ein bisschen Pfeffer. So, ich gebe jetzt ein bisschen Schnittlauch dran. Wie gesagt, ihr könnt auch Petersilie nehmen, was euch am besten gefällt. So, ich habe hier meinen Rösti vom letzten Mal, vom letzten Video. Dann gebe ich hier mein Geschnetzeltes drauf. Möchte, kann noch so eine kleine Nocke Creme Fraiche dazugeben. Noch ein Blättchen Petersilie. Und fertig ist ein wunderschönes, leckeres und einfaches Essen. So, dann probieren wir das Ganze mal. Ganz leckere Soße. Das Fleisch ist schön zart. Und zusammen mit dem Rösti ist es echt ein Gedicht. Sehr, sehr lecker. Also es lohnt sich auch wirklich mal einen Rösti selber zu machen. Ich habe die früher eigentlich nie gemocht, bis ich dann mal in der Schweiz gearbeitet habe. Und da waren die wirklich sehr gut gemacht. Und seitdem mag ich sie eigentlich auch ganz gerne. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch Lust machen zum Nachkochen. Und wenn dem so ist, freue ich mich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr mal bei Facebook vorbeischaut und bei Instagram. Da könnt ihr übrigens auch eure Fotos mit mir teilen. So, und damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.